Und zwar mit Bolle. Genau, ich war vorher mit Perla unterwegs. Und jetzt gibt es die gleiche Runde noch mit Bolle. Genau. Ja. Und es ist so krass, einfach zwei verschiedene Ponys zu besitzen. Ja. Der Bolle ist jetzt so gemütlich unterwegs. Und Perla ist flott unterwegs. Ja. Mops, wir gehen auf der Straße und das ist ein Ding. Genau. Ach ja. Es ist schön, dass ich einfach Bolle wieder halten kann. Wer hätte das vor 8 Monaten denkt, dass ich da eigentlich nicht sitze, aber es ist schön. Ich sag mal, geht langsam. Die Pustekugel. Die ist jetzt in einem Tempo dahin und jetzt am Trab richtig, richtig flott. So wie früher. Vorher war es uns immer ein bisschen langsamer Trab. Ja, sie würde am liebsten losgaloppieren. Ich merke es. Aber sie darf nicht. Jetzt können sie bei mir erst machen, wenn ich nicht oben sitze. Genau. Ja, aber ich glaube, sie wird jetzt dann. Aufzufassen. Das ist bei Perla cool. Du darfst nicht krummeln. Bei Perla ist das eben cool, da kann man einen langen Zügel geben und sie geht nicht fressen. Gibst du Bolle langen Zügel, wird fressen gegangen. Naja. Hör auf jetzt mit dem Fressen, Mops. Genau. Das ist so der kleine Unterschied zwischen uns zwei. Aber sie ist sehr gut auf die Bolle.
Also, zu unserem Glück fängt es jetzt zum Tröpfeln an. Ja. Genau, wir sind hier an einem Maisfeld, genau. Und ja, da würde ich euch nur was erzählen zu Perla. Deswegen habe ich vorher da nicht mitgefilmt. Ja, hier war das ein bisschen ungeheuer, das Maisfeld, weil es so raschelt, also der Mais. Aber sie ist ganz brav vorbeigegangen. Ja, ich dachte, ich muss dann absteigen, weil sie sich ein bisschen verdreht. Aber sie hat sich sofort durchgeholt und ist dann weiter. Genau. Und Wolle würde jetzt liebend gern fressen, aber sie darf nicht. Und das wird es jetzt nicht. Aber sie ist echt flott unterwegs immer nur. So. Wir sind gleich zu Hause. Und ja, Wolle ist sehr gut drauf gewesen. Wolle, jetzt ist sie schon langsam müde. Gott sei Dank. Sonst würde sie immer noch weiterlaufen. In den Tempo. Genau. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.